Moin und herzlich willkommen zur Casual Couture Wochenshow. Heute ist wieder Freitag und ihr habt wahrscheinlich gar keine Zeit, hier heute die Wochenshow zu gucken, denn aktuell läuft unser Schuh-Sonderverkauf. 25% auf alle Schuhe, egal ob Trainer oder Boots oder Badelatschen. Wer sich da nochmal für jede Gelegenheit eindecken möchte, hat jetzt die Chance, auch alles, was gerade noch frisch reingekommen ist, unter anderem nämlich, die habe ich hier gar nicht auf dem Tisch stehen, von Adidas zwei Spezialmodelle, Dauerrenner, die immer wieder kommen, sind jetzt auch online, könnt ihr auch direkt 25% drauf einsacken. Ansonsten habe ich hier auf meinem Tisch heute schon einiges liegen, aber ich habe auch sonst richtig viele Sachen hier in meinem schlauen Büchern stehen. Das wird eine höchst interessante Sendung, das kann ich versprechen. Unter anderem habe ich Neuheiten heute dabei von Ben Sherman, ein bisschen Diadora, Happy Socks, hier liegt Burlington, Lacoste hatte ich schon mal angekündigt, hier unten ist noch Paul & Shark versteckt, da hinten ist was von Lion Scott, da liegen unsere Poster, da komme ich gleich zu, hier sind noch ein paar Taschen und dann verbirgt sich hier hinten auch noch etwas von einem neuen Label, was ich euch auch heute in der Sendung hier kurz anreißen werde. Warum nur kurz, komme ich auch später dazu. Wir haben euch in den letzten Wochen täglich oder fast täglich von Tim und seinen beiden Kollegen in unseren Stories berichtet, die gerade die Balkan Express Rallye gefahren sind mit einem alten Charan, ohne GPS, ohne Autobahn zu benutzen und so weiter. Es waren natürlich ein paar mehr Teilnehmer als dieses eine Auto. Lustige Fotos haben wir unterwegs gesehen, habe ich euch in der letzten Sendung schon gezeigt, wo dann auf einmal ein Bär am Wegrand steht oder Esel direkt auf der Straße. Zwischenzeitlich waren sie tatsächlich auch beim Fußball und typisch wie es so ist, ne? Schön Bengalo-Show und alles dabei gewesen. Es gab Partys unterwegs und mittlerweile, ich weiß gar nicht, am Mittwoch glaube ich war es, sind sie denn auch in Salzburg, da war das Ziel in Salzburg, siegreich hier mit diesem Foto eingefahren. Willkommen zurück, kann man jetzt noch nicht ganz sagen, weil von Salzburg bis nach hier oben sind ja auch noch ein paar Kilometer. Aber das wird der Charan hoffentlich auch noch schaffen oder hat es schon geschafft. Mein erster Bericht, den ich gekriegt habe, war richtig geil. Wenn ich sowas selber mal machen möchte, sollte ich diese Rallye selber fahren, weil richtig Abenteuer und man sieht richtig viel und erlebt vor allem auch richtig viel. Ich glaube, die haben auch durchgehendes gutes Wetter. Das ist natürlich auch immer richtig geil. Also, willkommen zurück. War eine schöne Sache. Wir freuen uns, dass wir das ganz unterstützen konnten. Ich hoffe, einige von euch sind unserem Aufruf gefolgt und haben auch ein paar Spenden dagelassen. Das Ganze war ja nicht nur Spaß, sondern hat auch dem Spendensammeln für eine gute Sache gedient. Schuhsale steht hier als nächstes auf meiner Liste. Das haben wir schon kurz abgehandelt eben. Ich habe aber, das kann ich jetzt mal inzwischen streuen, tatsächlich, bevor ich hier weitergehe, zwei Schuhe hier vorne stehen. Die sind brandneu reingekommen aus dem Hause Diadora. Und die sind noch nicht online. Das muss ich jetzt vorweg sagen. Die sind noch nicht online. Das tut mir wahnsinnig leid, dass dem so ist. Das ist dem geschuldet, dass Diadora kein eigenes Bildmaterial liefert und die Schuhe auch auf der Diasora-Seite noch nicht verfügbar sind. Was auch nicht heißt, vielleicht werden sie es auch nie. Das ist bei denen manchmal ein bisschen komisch. Das Ganze ist der N9002 und das Besondere an diesem Schuh ist, ich habe den jetzt hier schon ein bisschen gedreht, ne? Also man kann das schon mal gut erahnen, das Ganze ist das gleiche Modell hier in Navy mit Beige, vor allem hier diese gesprenkelten Seitenteile, finde ich halt besonders cool. Die Kenner unter euch werden das jetzt vielleicht schon erahnen anhand des grünen Hangtags, das hier dran hängt. Wenn man das jetzt sehen würde, die ganzen Schuhe sind auch in einem grünen Karton verpackt. Denn diese Schuhe gehören nicht zur Diadora Heritage Kollektion, sondern zur Sportswear Collection, was sozusagen die normale Kollektion, würde ich es jetzt mal nennen. Die normale Kollektion war auch oder ist leider heute auch noch zum Teil, das sind wirklich Schuhe, ja, die kann man günstig erwerben und dann kann man sie auch gut zerrockern und dann war es das auch, ne? Wir haben uns jetzt auch lange damit beschäftigt, ob wir die Sportswear, wir hatten ganz früher auch schon mal ein paar Sportswear-Sachen da mit drin, ob wir sie mit dazu nehmen. Und mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass diese beiden Schuhe, wenn ich euch die so präsentiert hätte, hätte mir, glaube ich, keiner in Frage gestellt, dass die aus der Heritage-Kollektion sind. Weil nicht nur die Gestaltung mit den Farben, sondern auch das Material, was ihr jetzt so hier noch nicht spüren könnt, das ganze Design, das ist schon echt richtig cool und auch meiner Meinung nach schon Heritage-tauglich.
Die gehören aber zur Sportwirkung. Das Gute für euch ist, also oder der große Unterschied ist natürlich der, dass die Heritage-Kollektion zu Großteil in Italien oder Portugal gefertigt wird. Diese Schuhe hier stammen aus Asien, um genau zu sein aus China. Ich spreche jetzt rein von dem Schuh. Der Schuh an sich ist wunderschön und der Schuh an sich ist top verarbeitet und der Schuh kostet nur 119 Euro. Und damit ist der Schuh gegenüber anderen Marken, die wir führen in dieser Preisklasse, Welten voraus. Wirklich. Also, das meine kleine Lobeshünde. Das Traurige für euch ist tatsächlich, dass es diese Schuhe nicht online gibt und es gibt sie auch nicht mit 25% gerade. Wer es in unseren Shop nach Hamburg schafft, der kann sich 25% sichern. Die anderen werden wahrscheinlich dann erst nächste Woche diesen Schuss dieses Schuhs kommen und dann wieder den Vollpreis zahlen müssen. Das tut mir wahnsinnig leid für alle Hamburger. Ihr wisst Bescheid. Wo wir gerade bei Hamburg sind, streue ich in diesem Moment kurz ein. Wir haben es gestern schon mal in die Story gepackt auf Instagram. Wir haben jetzt auch Chips bei uns im Hause und zwar von Mackies of Scotland. Wer schon mal drum auf der Insel war, hat vielleicht schon mal das Vergnügen gehabt, über so eine Tüte zu stolpern und sie auch essen zu dürfen, zu können und zu genießen. Denn wir haben drei Geschmacksrichtungen für euch organisiert. Das eine ist Salt and Vinegar, das sollte jeder kennen, der schon mal auf der Insel Chips oder auch tatsächlich Pommes gegessen hat. Auch die werden da, warum auch immer, mit Essig und Salz gerne mal verköstigt. Die andere Variante ist, ich glaube, Sweet Chili heißen die, weiß ich gerade nicht ganz genau. Die sind echt ein bisschen scharf, sehr lecker. Und dann haben wir noch Honey Mustard. Wer das kennt, ich kenne das eher so als Salatdressing, tatsächlich Honigsenf. Auch richtig, richtig cool. Die Chips an sich, ich habe vorhin am Telefon mal versucht zu beschreiben, wie die Chips sind, weil wer Chips kennt, weiß, wenn man die so quasi abbeißen möchte, ist es in der Regel so, dass so ein Chip in 1 Million Teile zerspringt und alles vollkrümelt. Deswegen schaufelt man die auch immer direkt in den Mund rein. In dem Fall ist es, finde ich, so eine Kombination aus Cracker und Chips, weil die sind sehr, also sie sind nicht weich. Das würde jetzt wahrscheinlich bei den meisten denken, die standen 2 Tage offen rum. Ja, die sind vom Essgefühl sehr viel angenehmer. Ich kann es tatsächlich nicht in Worte umfassen. Ich finde diese Chips nicht nur geschmacklich gut, sondern auch von der Konsistenz halt sehr gut. Die Tüten haben wir jetzt bei uns im Laden. Die haben wir nicht online. Es tut mir heute wirklich leid, dass alle Nicht-Hamburger oder die nicht die Chance haben, nach Hamburg zu kommen, heute ein bisschen leer ausgehen am Anfang. Wir überlegen, ob wir die online stellen, weil die könnte man theoretisch wirklich verschicken, im Gegensatz zu dem ganzen Bier. Denn Bier und Cider ist der Kühlschrank endlich auch rappeldicke voll. Wir haben ganz viele bekannte Sachen, die jetzt lange ausgelaufen waren, wieder nachgefüllt, aber wir haben auch richtig viele experimentelle, so nenne ich es wirklich mal, neue Sorten für euch mit reingenommen. Also kommt mal vorbei und holt euch einen echt edlen Tropfen. Wir haben auch Dosen mittlerweile, weil viele der etwas speziellen Sorten, nenne ich sie jetzt mal, gibt es nur als Dosen. Wir haben Tiny Rebel, wer das noch erinnert, haben wir früher richtig viele echt schräge Sorten bei uns im Laden gehabt. Tiny Rebel haben wir auch wieder da, vor allen Dingen auch Dosen. Und die beliebten Stormtrooper IPA-Dosen sind auch wieder da. Also, wer aus Hamburg kommt oder Umgebung und vor allen Dingen am Wochenende was richtig Feines trinken möchte, kann sich bei uns jetzt richtig schön eindecken. Wir hatten das mal versucht, die ganzen Sachen auch online zu verkaufen. Das macht nicht richtig Sinn. Deswegen seht es uns bitte nach, dass das nur lokal erstmal verfügbar ist. Wir arbeiten dran, das vielleicht dann irgendwann nochmal zu ändern. Aber erstmal haben wir viele andere wichtige Dinge und vor allen Dingen Textilien, die ich euch gleich näher bringen möchte. Zuvor bin ich nämlich, dann schlage ich nämlich die Brücke direkt jetzt nochmal vom Laden zu den Pub Games und zur Auflösung unseres Gewinnspiels, was wir letzte Woche gestartet haben. Dort habe ich euch nämlich, oder hatte ich euch jetzt schon präsentiert, unsere neuen Würfelbecher mit unseren coolen Casual Couture gebrandeten Würfeln. Wir haben euch noch mal kurz erklärt, warum wir aktuell noch keine Pub Games bei uns im Laden stattfinden lassen und haben gesagt, ihr selber spielt zu Hause wahrscheinlich ja alles Mögliche. Schickt uns Fotos. Da herzlichen Dank für die zahlreichen und vor allen Dingen sehr variablen und vielfältigen Einsendungen. Es ist tatsächlich sehr interessant, was Menschen mit ihren Wohnungen oder im Urlaub oder sonst wo anstellen, um Pub Games zu betreiben. Also vielen Dank für die reichliche Zusendung. Wir haben in einer
internen Jury getagt und haben uns durch die Bilderflut gewühlt und haben die drei Gewinner rausgesucht. Und zwar, da muss ich jetzt hier mal kurz ablesen. Ich fange hinten an, wie bei Olympia auch, ne? Oder bei den Paralympics aktuell. Platz 3 gewinnt Niklas. Niklas ist zwar auf dem Bild nicht zu sehen, aber Niklas hat uns Urlaubsgrüße aus Montenegro zugeschickt. Ich hoffe, das Bier auf dem Bild hat er dann noch geöffnet und auch geköpft. Das Spiel selber, muss ich gerade sagen, obwohl ich ein sehr großer Brettspielfreund bin und auch jede Menge Holzbrettspiele besitze, das tatsächlich kenne ich nicht. Also, wer mir das nochmal erklären könnte, A, wie es heißt und B, wie es funktioniert, das wäre sehr nett, denn ich habe mir das versucht mal abzuleiten, dass ich vielleicht aufgrund meiner Würfelzahl, die ich habe, diese Plättchen hinten umklappen könne. Das würde aber bedeuten, dass entweder der aktuelle Zug noch nicht gespielt wurde oder dass dieses Foto einfach nur inszeniert ist. Weil wenn ich da eine 4 und eine 2 drauf habe, komme ich auf 6. Das heißt, ich könnte die 2 und die 4 oder das 6 umklappen, wenn ich es mir erkläre. Das ergibt sich aber nicht aus dem bereits umgeklappten. Deswegen, Niklas oder wer auch immer es kennt, schreibt mir gerne oder schreibt uns hier auf dem Kanal. Dann würden wir vielleicht in der nächsten Sendung mal vorstellen, worum es sich bei dem Spiel handelt. Denn vielleicht will der ein oder andere das ja auch mal nachspielen. Ich habe hier irgendwie ein bisschen wenig Platz heute, merke ich. Ne? Bin so ein bisschen eingeengt. Naja, vielleicht hätte ich erst das hier abarbeiten sollen. Nichtsdestotrotz, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Platz 2 geht an Phil. Phil hat sich das mal zu Hause, ich vermute, es ist zu Hause, das kann ich leider nicht erkennen, mit seiner Freundin, Frau, Geliebten, Tochter, was auch immer, einem weiblichen Geschöpf zusammen gemütlich gemacht in diesem wunderschönen Plunge-Pool und spielt dort Karten. Das finde ich tatsächlich sehr cool, dass man, was viele tatsächlich vergessen, mittlerweile sind viele Karten, Spielkarten, gerade die so für Sommereditionen verpackt sind, sind wassertauglich. Also könnt ihr auch zu Hause mal in der Badewanne ausprobieren, wenn ihr eine habt oder sonstiges. Habe ich schon gesagt, was sie gewonnen haben? Die haben auf jeden Fall beide den Würfelbecher gewonnen. An Niklas gehen auf jeden Fall noch Bierdeckel. Und ich meine, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, Phil kriegt noch hier so ein wunderschönes Casual Couture Willi Becher, haben wir glaube ich noch zugepackt. Ne? Hier nochmal die Bierdeckel zum Sehen. Gibt es dann ein schönes Set oben drauf, damit ihr euch zu Hause das noch gemütlicher machen könnt. Platz 1 geht dann heute an Marvin Marfman 34 mit diesem wunderschönen Foto hier. Das ist nämlich mal eine gefühlte oder eine gute Zockerrunde. Ich als kleiner Detektiv habe mir jetzt einfach mal abgeleitet, dass Marvin auf diesem Foto nicht zu Hause ist, sondern bei Freunden, denn wenn ich genau hingucke, kann ich im Hintergrund nämlich zwei verliebte Namen auf einer Tafel lesen, wo keiner von Marvin ist. Vielleicht ist Marvin aber auch in der Welt des Internets anonym oder mit Pseudonym unterwegs. Das bleibt ein großes Geheimnis. Marvin wird auf jeden Fall hier Würfelbecher, Bierdeckel und den Gutschein, den wir verlost haben. Marvin, fröhliches Shoppen, obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, mit deinem aktuellen T-Shirt bist du schon ganz, ganz weit vorne. Und die Goggle CP Cap ist natürlich fürs Pokerspielen sehr gut geeignet. Doppelt clever, ne? Weil hier Gesichtsmimik und so, finde ich schon gut, muss man nicht mit der Sturmhaube am Tisch sitzen, sondern kriegt wenigstens Luft und kann nebenbei noch was trinken. Also, herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Wer jetzt aus der Wäsche guckt, ein bisschen traurig, es tut mir leid. Ich hoffe, also wir haben noch genug Bierdeck hier, Würfelbecher da. Kann man auch so käuflich erwerben. Aber wir hatten zwischendurch, nee, wir haben ja auch noch hier die anderen 10 Gewinner. Stimmt, die haben wir auch alle gezogen. Die haben ihre Würfelbecher auch alle schon. Also wir freuen uns auf Fotos. Schickt uns Fotos von euren Würfeleinlagen zu Hause. Und damit aber auch noch nicht genug, denn wir haben ein Foto bekommen. Und da habe ich spontan gesagt, dafür machen wir jetzt einen Sonderpreis. Das ist dieses Foto hier von Winke93, habe ich hier nur stehen. Ich habe leider gerade keine Ahnung, wie dein richtiger Name ist. Aus der Kellerbar, dem Kellerspielsalon, was auch immer. Ich würde mal sagen, ich vermute jetzt einfach mal, dass Winke nicht auf diesem Foto selber drauf ist, sondern dass er gerade bei Instagram rumgesurft ist, als er sich eine Zigarette reingezogen hat. Und dann gedacht, ich mache mal einen Schnappschuss, weil anders kann ich mir die Anordnung der Menschen auf diesem Bild nicht erklären. Gerade die Person links im Bild weiß sicherlich nichts vom Foto und weiß auch gerade nicht, dass er jetzt hier im Fernsehen ist. Aber sei es drum, es ist, finde ich, eine sehr schöne Szenerie. Besonders schön finde ich auch hier vorne im Bild dieser Aschenbecher von, jetzt habe ich den Namen vergessen, ne?
Diebels alt. Ich kann es leider gerade nicht besser machen. Also auf jeden Fall von diesem Altbier. Ich habe gerade Han alt im Kopf, weil ich habe nämlich hier im Hintergrund, kann ich mal kurz zeigen, hier, ich habe hier eine richtige Rarität. Kann ich hier mal einstreuen. Und zwar ist das hier, das ist Han alt. Ich glaube, die Brauerei gibt es gar nicht mehr. Das ist so eine Sammeledition Gläser-Set hier von der Weltmeisterschaft 1954, wo so Legenden drauf sind wie Posipal oder natürlich Helmut Rahn hier außen. Weltmeister 1954, deswegen habe ich gerade die ganze Zeit Han alt im Kopf, aber es ist irgendein anderes Alt, was hier zu sehen ist. Ihr seht es natürlich besser, weil ihr könnt das Bild gerade sehen und ich nicht. Am beeindruckendsten fand ich aber im Hintergrund der Spielautomat, der auf irgendeiner Kiste steht. Das heißt, man muss in den Knien an diesem Spielautomat datteln. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir hier mal den Sonderpreis klar. Jungs, wir schicken euch ein paar Dübel und ein paar Schrauben. Ihr müsst nur sagen, welche Größe. Dann könnt ihr das Ding endlich mal in die Wand schrauben. Weil das kann ich mir tatsächlich nicht länger mit angucken. Wir legen natürlich auch noch ein paar Bierdeckel und so weiter drauf, damit ihr es zu Hause euch schön machen könnt. Also meldet euch bei uns. Wir schicken ein paar Dübel. Alternativ könnt ihr auch im Baumarkt gehen und wir erstatten euch den Kaufpreis. Und dann möchte ich eines Tages ein Bild sehen, wie dieser Automat an der Wand hängt. Und ihr da richtig daddelt. Und was außerdem in so einer Fußball, wahrscheinlich guckt ihr auch Fußball auf dem großen Bildschirm im Hintergrund, Höhle fehlt, ist natürlich irgendwie mal ein Fanschal. Ich meine, Jungs, ihr interessiert euch hoffentlich alle für Fußball. Da kommt doch mal ein Fanschal oder ein Trikot an die Wand. Also, ein bisschen Deko könnt ihr da gut gebrauchen. Zu dem Thema Deko, ich bin heute der Meister der Überleitung, merke ich gerade. Komme ich nämlich jetzt als nächstes. Und zwar habe ich hier, könnt ihr schon sehen, einen ganzen riesen Stapel an Poster liegen. Das sind Poster, die könnt ihr bei uns erwerben, die kennt ihr auch schon zum größten Teil. Ne? Hier haben wir das Piggy Orange Poster, was wir damals mal aufgelegt haben, wo wir unseren Freund Jens Wagner während der Corona-Pandemie auch am Anfang mit unterstützt haben, mit dem Verkaufserlös. Und dann habe ich hier, wo liegen die mal? Hier unten. Habe ich hier unsere Against Modern Football Poster, die ihr in diesen drei Vereinsfarben kaufen könnt, kosten 4,90 Euro. Könnt ihr euch also auch zu Hause das mal mit schön machen. Also das wird noch zurückgeleitet, ne? Winkel 93, wenn du mir verrätst, welchen Verein du gut findest, dann kriegst du auf jeden Fall, falls die farblich passen, eins dieser Poster von mir nach oben durchgeschenkt für die Deko im Zimmer. Ja, hier, genau. Elite of the Terraces, wo wir vorhin bei Diadora waren, kennt ihr auch. Ist auch online verfügbar. Genauso noch die Überbleibsel aus der City Series, wer sich erinnert. Adidas City Series, damals der Oslo, leidige Geschichte, gab es nie bei uns zu kaufen, hat Adidas uns ausstorniert, obwohl er Auftragsbestätigung und so weiter, habe ich schon öfter mal erzählt. Davon haben wir noch einen kleinen Restbestand, der ist online verfügbar. Von dem Frankfurt haben wir auch irgendwann mal die Reste online gestellt, sind nicht mehr viele da. Dann haben wir hier, ihr müsst jetzt ein bisschen dranbleiben, weil es wird gleich spannend, ne? Haben wir hier das Faltposter des Hamburgs, die es noch zu den letzten Paaren, die es aktuell noch zu kaufen gibt, gratis dazu gibt, oder ihr kauft das Poster extra. Und dann jetzt als erste Neuerung, das, was ihr hier aber die ganze Zeit schon im Hintergrund seht, das Forest Hills Poster, das gibt es auch noch in doppelter Größe zu den anderen Postern. Das hat sonst 14,90 Euro gekostet, das kostet jetzt nur noch 9,90 Euro, ihr seht es riesengroß. Also wer da noch schöne Deko für zu Hause braucht, dem sei das ins Herz gelegt. Jetzt komme ich nämlich hier zu dem wirklich spannenden Teil für euch. Denn wir haben uns gedacht, wenn sich dieses ganze Wochenende eh schon um Schuhe dreht, dann hauen wir noch ein paar mehr Poster raus. Das Kopenhagen-Poster habe ich euch schon, habe ich hier noch gar nicht präsentiert, aber wir haben es euch schon angekündigt, der Kopenhagen, gleiches Schicksal wie der Oslo. Da ist auch fast der gleiche Schuh, nur mit umgedrehten Farbstellung. Auch storniert, das heißt, den Schuh gibt es bei uns nicht, aber das Poster könnt ihr bei uns für 7,90 Euro erwerben. Ne, mit der Meerjungfrau, ganz coole Geschichte. Und dann, weil es immer wieder gefragt wurde, wir haben eine gewisse Überproduktion bei allen Postern. Deswegen haben wir jetzt auch das Wien-Poster einzeln online gestellt. Wir haben das Valencia-Poster einzeln online gestellt. Es gibt von dem Valencia auch noch ein paar Schuhe als Schnäppchen bei uns. Ich glaube zumindest, dass sie noch da sind. Jedenfalls waren sie gestern noch da. Dann haben wir auch online gestellt das El Clásico-Poster mit dem Barcelona und dem Madrid-Schuh. Auch beide Schuhe noch online verfügbar. Und dann hier mein absoluter Favorite, haben wir auch noch ein paar von gehabt. Der Schuh ist schon ausverkauft, das New York-Poster mit der Taxi-Driver
Thematik We Are The People. Das sind Poster, die wir jetzt für dieses Wochenende mit online gestellt haben. Die könnt ihr schön kaufen, wer seine Sammlung nochmal voll machen will. Wir haben nicht mehr von allen Sachen, die wir in der ganzen Vergangenheit gemacht haben, natürlich Poster. Aber die sind noch da. Ein ganz besonderes Poster haben wir dann jetzt beim Durchsuchen auch noch gefunden. Und zwar ist das das Aqua-Poster. Das habt ihr uns damals halt wirklich aus den Händen gerissen, genauso wie die Schuhe natürlich auch. Von dem Poster haben wir original noch 3 Stück und die werden wir verlosen. Wie genau, erfahrt ihr jetzt am Wochenende in einem extra Post, den wir machen werden. Aber hier schon mal gezeigt, das Aqua-Poster für euch gibt es an diesem Wochenende, das muss ich jetzt hier vorsichtig weglegen, damit es nicht zerknickt, an diesem Wochenende zu ersteigern. Also 3 Stück davon. Und jetzt kommt ein neues Poster, was ihr noch nicht kennt. Das hat mit etwas zu tun, was hier hinten versteckt steht. Und zwar ist es das neue Hamburg-Poster. Hamburg, die große Freiheit. Wer schon mal hier war, der sollte das kennen und wissen, was da abgeht. Oder hoffentlich bald wieder normal abgeht. Die letzte Zeit war es da natürlich relativ ruhig. Warum ein neues Hamburg-Poster? Das liegt daran, dass der Hamburg zurück ist. Zurück ist jetzt falsch gesagt, weil der Hamburg war in den letzten Wochen, Monaten eigentlich schon wieder die ganze Zeit zurück. Und jetzt ist er aber nochmal rausgekommen in einem Colorway, der dem Original nicht hundertprozentig nachkommt, aber fast hundertprozentig. Also ich könnte es jetzt ein bisschen böse formulieren, bei Adidas hat man jetzt so viele Hamburg-Modelle in verschiedenen Blautönen und Sohlenfarben rausgebracht, dass man immer am Original knapp vorbeigeschraubt ist. Deswegen ist diese Variante, also das Blau ist ein Tick heller als das Originalblau. Das fällt wahrscheinlich auch nur irgendwelchen Nerds auf. Ansonsten ist das wirklich dem Original ziemlich nahe kommt. Warum auch immer, er ist jetzt einfach aufgeploppt. Der gehört auch nicht offiziell zur City Series. Also er hat keinen goldenen Innenprint wie die anderen Schuhe. Aber es ist halt ein wunderschöner Schuh, ein absoluter Klassiker. Den haben wir jetzt für euch da. Der ist noch nicht online, was auch da, und ist auch noch nicht in Hamburg, was liegt tatsächlich daran, dass er heute dann, obwohl er schon vor 1,5 Wochen, glaube ich, angekündigt war, heute gekommen ist und tatsächlich auch nur der erste Karton. Also das sind natürlich ein paar mehr Kartons, die da kommen, aber wenn die dann irgendwie nicht auf das Transportfahrzeug passen, splitten die das Ganze. Deswegen ist eine Handvoll Schuhe hier, das macht alles gar keinen Sinn. Deswegen ab nächste Woche gibt es diesen Hamburg hier für euch dann online. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil ich heute einen großzügigen Tag habe, wer am Wochenende bei uns im Laden in Hamburg aufschlägt oder uns eine E-Mail schreibt, ich würde sagen, eine E-Mail geht auch. Eine E-Mail mit dem Betreff Hamburg, der kann sich jetzt schon mal so einen Schuh sichern und kriegt 25%. Das verspreche ich jetzt einfach mal. Also, kommt in Hamburg im Laden vorbei, dann könnt ihr den Schuh jetzt quasi schon vorerwerben, ihn dann später abholen, kriegt ihr 25%. Online bitte eine E-Mail schreiben, kriegt ihr auch 25% auf den Hamburg. Das können wir jetzt einfach mal so machen. Dazu gibt es, wie gesagt, das neue Poster hier mit dem großen Freiheit-Motiv und damit ja noch nicht genug. Das gleiche Poster gibt es auch noch mit einem roten Schuh, denn der Hamburg kommt auch noch in Rot. Der ist noch nicht da, kommt aber. Deswegen viele, viele neue Poster und viele, viele neue Schuhe jetzt für euch am Start. Und damit muss ich erstmal einen Schluck trinken aus diesem wunderschönen Glas, die es auch nach wie vor bei uns gibt. Noch immer keine neuen, aber noch keine neuen Informationen dazu. Und von Schuhen zu Badelatschen, und die könnt ihr auch gleich mit 25% euch einsacken. Ich habe euch letzte Woche Lacoste Badelatschen gezeigt und gesagt, da kommen noch 2 mehr in geilen Farbstellungen. Die sind jetzt hier in Weiß mit Türkis, kosten 39,90 Euro. Oder auch hier, was ich persönlich ziemlich cool finde, in Blau mit Orange. Also wer es ein bisschen bunter an den Füßen haben möchte, kann jetzt hier für 40 Euro minus 25% sind dann ja gerade noch 30 Euro eindecken. Und guck mal, ich habe heute eine coole Brücke hier gebaut, wirklich. Von Schuhen, wohl Badelatschen mit Socken ist jetzt nicht so das Thema.
Ich habe hier drei so Geschenkesets von Burlington. Da drin sind immer, kann man das öffnen? Ja, sind immer zwei Paar Socken, wie man hier sieht. Das sind zwei King-Socken. Und das ist wirklich so das Schnäppchenpaket, weil die einzelne King-Socke kostet, glaube ich, schon 13 Euro. Und dieses schöne Geschenkset kostet nur 18 Euro. Nee, 16 Euro sogar nur. Guck mal hier, in Deutschland nur 16 Euro, in den Niederlanden 18 Euro. Das ist ja schon fast diskriminierend. Naja, gut. Das liegt wahrscheinlich an der höheren Mehrwertsteuer in den Niederlanden, wenn das dem so ist. Pfund kosten sie nämlich auch, 17 Pfund, weil, egal. Also, da gibt es drei Sets, habe ich hier. Wer das zu Weihnachten oder sonst was verschenken möchte, ist natürlich cool, aber auch sonst, wie gesagt, ist finde ich, ein echtes Stäbchen von Burlington. Damit schlage ich die Brücke direkt zu Happy Socks. Und zwar genau zu Happy Socks, Mickey Mouse oder Disney. Die neue Kollaboration, wir hatten sie schon mal, also nicht diese Socken, sondern die haben schon mal eine Kollaboration gemacht. Das ist jetzt die Fortsetzung des Ganzen. Wer Mickey Mouse oder in meiner Generation ist man mit Mickey Mouse zwangsläufig groß geworden, weil Mickey Mouse war einfach allgegenwärtig. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so angesagt ist. Auf jeden Fall coole, bunte Socken mit coolen klassischen Motiven. Und noch cooler ist für so Sammlerfreaks wie mich, das Ganze gibt es dann hier in so Schubern, die aussehen wie Videokassetten von früher. Das finde ich persönlich richtig cool. Das Ganze gibt es hier als Dreier-Set. Und zwar ist hier einmal ist diese Socke drin. Dann ist diese Socke drin. Und die hier finde ich persönlich ziemlich cool. Die Mickey Mouse Kirschsocken. So eine normale Happy Socks, meine ich, kostet 10 Euro oder 9,90 Euro. Der Schuber kostet 24,90 Euro. Das heißt, ihr spart eine halbe Socke quasi. Und habt halt auch diesen geilen Schuber dazu. Was man damit macht, weiß ich nicht, aber er sieht auf jeden Fall cool aus. Und dazu passend gibt es dann noch hier das Viererpack. Tatsächlich ist nur eine Socke mehr drin. Okay, also hier ist ein bisschen gequetscht. Ach so, nee, ach, gucke mal an. Hier habe ich schon wieder fast Falsches fast erzählt. Dieses Set nämlich ist das Set für die Kids. Und zwar 2 bis 3 Jahre sehe ich hier gerade. Also die Motive, die ich eben hatte, aber auf Socken in dieser wunderschönen, kleinen, niedlichen Größe. Die kosten normalerweise 8,90 Euro. Also wären das dann 27 Euro. Ihr spart also 2 Euro. Okay, keine 5. Aber das ist hier für die Kids das kleine Set. 3 Socken sind da drin für 2 bis 3 Jahre. Füße geeignet. Ich mache das jetzt hier nicht auf. Also die gibt es hier als Set. Das war das. Und das hier ist das Set für die Großen unter euch. Größe 41 bis 46. Da sind auch diese 3 Socken drin. Und zusätzlich ist da noch dieses Paar drin. Das heißt, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt komme ich auch mit den Preisen hier komplett durcheinander. Egal. Guckt einfach mal online, was das Ganze kostet. Das Set hier ist auf jeden Fall auch, also macht richtig was her, finde ich. Mit den Socken. Und für die Premium-Freaks unter euch, ne? Es gibt ja immer noch mal die Sonder-Super-Duper-Elite-Version. Das hier ist vor allem auch eine Kiste, die hier vorne zugeklebt ist, deswegen mache ich sie nicht auf. Die kann man auf jeden Fall wiederverwenden. Bei den anderen Dingern weiß ich jetzt gerade nicht, was man da so noch mitmachen kann. Aber hier kann man auf jeden Fall schön irgendwas drin sammeln. Da sind alle vorherigen Socken drin. Zusätzlich ist da noch diese Socke drin. Und dann ist da auch noch diese Socke drin. Das heißt, ah, jetzt weiß ich es wieder, genau, weil das Ding kostet jetzt 69,90 Euro. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo einen Preis drauf habe. Hier, guck mal. 13,90 Euro kosten die Kollaborationssocken. Die sind teurer als die regulären Happy Socks, weil die, meine ich, liegen wirklich bei 9,90 Euro. Das heißt, das Vierer-Set-Event kostete 40 Euro. Das heißt, ihr downgradet quasi zum normalen Happy Socks-Preis. In dem Fall hier sind es 5 Socken für 70 Euro. Macht eigentlich auch gar keinen Sinn gerade. Also ich bin bei den Preisen, das übersteigt gerade hier meine Fähigkeiten. Guckt es euch an, das hier ist auf jeden Fall eine richtig coole Box. Und bunte Socken. Jetzt wird es wieder kalt draußen, da kann man lange Socken wieder tragen. Gehen auf jeden Fall immer. Wir bleiben bei Unterwäsche und schlagen die nächste Brücke zu Lyle & Scott. Da sind richtig viele neue Schlüppis reingekommen. Und zwar diesmal wirklich echt bunte Sachen. Das hier ist die Roman Boxershort. Ich
guck mal, ob ich hier eine ausgepackt kriege. Ja, kriege ich sogar. Ich fummel da mal eine raus. Das ist nämlich, die finde ich nämlich ziemlich schön, weil das Bändchen die gleiche Farbe hat wie die Socke und das Leyland Scott ist dort so eingestanzt, nenne ich es jetzt mal. Ne? Das Ganze hat hier Weinrot, Dunkelgrün und Navy als Farbkombi. Das kriege ich jetzt eh nicht wieder rein. Also, die Kosten, und da muss ich mal kurz gucken, wo hier der Preis drauf ist, das habe ich nämlich auch nicht im Kopf. Irgendeiner ist ein Preis drauf. Da, 29,90 €, das heißt 10 Euro pro Schlübbi. Das sind die. Und von der Roman, das muss ich sagen, ich gucke mal einfach hinten drauf hier. Ne? Das ist Barclay. Gibt es nur die eine. Guck mal, aber so ähnlich mit einem breiten Bündchen, aber allerdings in richtig schön bunt, habe ich hier noch Daniel für euch. Wer es nicht so bunt war, hat hier verschiedene Navy- oder Blau-Kombinationen. Dann habe ich hier noch die Barclay, die kennt ihr auch. Das ist eine von den NOS-Rosen, die es immer gibt. Hier aber dann mal mit ein bisschen Farbe in den Bündchen. Oder hier dann auch nochmal ganz bunt. Und das wäre auch nochmal so eine blaue Nuancen-Variante für euch. Also wer neue Boxershorts braucht, von Leyland Scott jetzt jede Menge online. Und damit haben wir auch unten drum alles abgearbeitet. Und ich gehe mal als erstes hier rüber zu Paul & Shark. Habe ich auch letzte Woche schon angekündigt. Da hatte ich die ganzen NOS-Artikel wieder dabei mit den ganzen klassischen Sachen und kleines Logo und so weiter. Aber auch schon ein paar andere coole Sachen gezeigt. Das hier ist auch alles NOS. Also NOS nochmal zur Erklärung. Ne? Never out of stock. Das heißt, bei Paul & Shark, also ich müsste euch eines Tages eigentlich mal digital mit zu einem Order-Termin gehen. Weil wenn man in diesen Showroom bei Paul & Shark geht, da ist eine Kollektion, die ist so phänomenal groß in einer Bandbreite. Alleine wie viele Hemden es von dieser Marke gibt. Und dann ist es wirklich so, dass für jeden Markt auf dieser Welt, also für den europäischen Markt, für den asiatischen Markt vor allem oder auch speziell so für den russischen Markt, gibt es wirklich Teile, die sind sowas von abgedreht und vor allem auch sowas von schweineteuer. Das würde den ganzen Tag keinen Sinn machen, das bei uns hier zu verkaufen. Aber so ist die Welt halt verschieden und die Modegeschmäcker sind verschieden. Und Paul & Shark bietet wirklich ein Riesensortiment und deswegen auch eine riesige NOS-Kollektion. Das heißt, es sind Sachen, die eigentlich immer verfügbar sind, die aber auch nie aus der Mode kommen. Die wird auch immer mal variiert, werden neue Sachen aufgenommen und so weiter. Deswegen, und es ist einfach so, dass bei uns die Klassiker wirklich am besten funktionieren, weil das sind einfach die geilsten Teile, die sie so haben. Deswegen sind sie auch da. Letzte Woche hatte ich es angekündigt, diesmal alles ein bisschen größer. Das ist das T-Shirt, das kostet, meine ich, 109 €. Ich habe jetzt hier, glaube ich, keinen Preis drin, oder? Nee. Ach doch, hier, da, guck mal. 99 € sogar noch. Guck mal hier, wollte ich gleich 10 € draufschlagen. Ne? 99 € kostet das T-Shirt mit dem großen gedruckten Logo. Und das Ganze gibt es dann nämlich auch noch. Und das kostet allerdings jetzt 119 €. Da bin ich mir gerade noch gar nicht sicher, warum da, was ist denn da jetzt der große Unterschied? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall kostet das hier ein bisschen mehr. Ich persönlich finde das auch schöner, weil mit diesem fast tonalen Druck hier drauf, das hat halt schon echt einen schönen Effekt. Also gibt es in Weinrot, gibt es in Schwarz das Ganze und dann auch noch hier natürlich schön maritim in Navy. Und dann nochmal zurückgespult zum großen Logo, gibt es auch hier als Winterflies für 179 €. Das Ganze als Sweatshirt. Winterfleece hatte ich erklärt, im Sommer sind es die gleichen Artikel, nur dünner. Das ist jetzt ein bisschen schön dicke Winterware. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Jetzt gucke ich mal nach dem Preis, denn das kostet 239 €, das Sweatshirt. Und das ist gestickt. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das ist so ein 3D-Stick. Also der hat wirklich darüber, der ist nicht nur, dass man ihn spürt, sondern er ist auch wirklich erhaben. Und das Ganze Ton in Ton. Aber wie man hier auch sieht, je nachdem wie das Licht fällt, kann man es natürlich sehr gut lesen.
Das finde ich persönlich echt schön. Und diese Farbe hier, die ist, haben wir jetzt neu. Ich glaube, die Sweatshirt hatten wir schon mal. Das ist so ein, ich kann es gar nicht sagen, grau-beige. Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall echt richtig edel aus. Also das Ganze neu. Es ist mittlerweile noch mehr von Paul & Shark eingetroffen, aber dazu komme ich dann in einer späteren Sendung zurück. Und jetzt kommt Ben Sherman. Ben Sherman liegt hier ganz viel. Obwohl, ich greife mal einmal kurz vorher hier noch rüber. Ich habe hier zwei Taschen für euch aus dem Hause Fjällräven, die ich euch noch kurz zeigen möchte. Ein Klassiker, den wir schon lange haben, die Greenland Duffelbag 30 Liter. Und zwar, die kostet 169 Euro, hat das klassische G1000 Material außenrum. Ist, finde ich, eine, von der Größe eine schöne Wochenendreisetasche, die man so nehmen kann. Hier, das Schöne ist tatsächlich, oder das Durchdachte ist, dass der Reißverschluss, ich das hier mal so zeigen kann, der Reißverschluss hat nochmal, wie bei so einer Jacke eigentlich, so eine Sturmklappe, ne? Das heißt, sie ist geknöpft. Und da drunter hier befindet sich der Reißverschluss. Das heißt, wenn man damit wirklich mal im Regen stehen sollte, hat das nochmal so einen extra Schutz, das Ganze. Also die haben wir in einigen Farben jetzt wieder nachbestückt. Das wollte ich auch nur kurz anreißen. Wer also jetzt, wo man langsam wieder reisen kann oder so einen Wochenendtrip plant, der kann dieses Ding hier auf jeden Fall gut gebrauchen. Für die etwas Jüngeren oder wer mehr auf das Konken-Logo, nee, Konken ist es ja gar nicht, auf das Retro-Logo von Fjällräven steht, das ist dieses mit dem roten Schriftzug, dem sei die Wardak-Tasche ans Herz gelegt, haben wir auch in verschiedenen Farben bei uns am Start. Was ich euch ein bisschen näher erklären möchte, ist tatsächlich das Split Pack. Und zwar ist das, kostet es 169 Euro. Und das ist die kleine Variante. Die große Variante haben wir schon eigentlich, seitdem wir mit Fjällräven zusammenarbeiten im Programm. Das hier ist die kleine Variante. Die ist vom Volumen ähnlich wie die Greenland, die ich eben gezeigt habe. Die ist aber halt richtig robust und so vielseitig einsetzbar. Also die hat hier auf beiden Seiten diese doppelten Tragetaschen. Und das hier ist dann tatsächlich unten, obwohl hier der Reißverschluss beginnt, weil, jetzt drehst du um, der Reißverschluss geht wirklich von da bis hier rüber. Und der, das sind die Trageboote, also jetzt kann ich es mal so zeigen. Das heißt, ich kann das Ganze als Rucksack tragen, ist auch gepolstert, der Riemen. Und die, der Reißverschluss läuft auf meinem Rücken. Das heißt, die Gefahr, dass jemand das Ding öffnet, während ich es auf dem Rücken habe, ist eher ausgeschlossen. Wenn man es dann öffnet, dann kann man das wirklich auf der ganzen Breite tun. Und jetzt ist das natürlich nicht gefüllt, aber man sieht es auch so. Ich muss nämlich Platz machen. Das ist wirklich für Leute, die mit kleinem Gepäck reisen, aber trotzdem halt nicht alles wahllos in die Tasche schmeißen wollen, sondern hier so ein bisschen auf Ordnung achten oder auch Ordnung achten müssen. Man kann natürlich auch hier saubere, da das dreckige Klamotte reinmachen, was auch immer. Denn man hat wie in so einem großen Reisekoffer hier so ein separates Netz, um die Sachen reinzupacken. Und auch dann unter dem Netz, wo man hier das wunderschön gepolsterte Faro hat, hat man hier noch eine kleine Ablage hier mit einem Reißverschluss versehene Tasche, wo man, was weiß ich jetzt, ne, sein Telefonkabel reinpacken kann. Hier oben ist auch nochmal mit einem Reißverschluss versehene Tasche, wo man auch nochmal kleine Details reinpacken kann. Und auf der anderen Seite hat man dann auch nochmal so ein Netz. Hier und unter dem Netz. So, einmal Netz. Hat man nochmal so eine Hülle. Und kann das Ganze dann nochmal öffnen. Und da unter verbirgt sich dann die Haupttasche. Also wenn man hier mal wie ein kleiner dreckig gewordenen Sachen oder Handtücher ein paar Schuhe reinpacken möchte, dann ist es halt hier schon abgeschlossen. Und der Dreck bleibt, wenn da drin, gefangen. Das andere ein bisschen luftiger verpackt. Ne, hier oben drauf nochmal ein Hemd drunter geschmissen oder sonstiges. Also das ist eine kleine Tasche, die aber so viel Variablen hat und dann am Ende, wenn es mal so sieht, ne, trotzdem echt schön klein, handlich ist. Ob sie jetzt ins Handgepäck macht, ich würde jetzt einfach mal sagen, ja.
kann ich nicht versprechen, ich bin nicht so der flugerfahrende, oder wie sagen wir anders, ich bin nicht der fluggepäckerfahrende Mensch, dass ich da jetzt eine verbindliche Aussage zu treffen könnte. Das Ganze hat auf jeden Fall hier so einen doppelten Reißverschluss, wo man auch ein kleines Schloss reinbauen kann, was man auch von Reisekoffern entsprechend kennt, um es zu schließen. Was bleibt noch zu sagen? Hier außen gibt es auch nochmal eine Tasche, um den Schnellzugriff für irgendwelche Sachen zu haben, die auch ziemlich geräumig ist. Also das ist, finde ich, eine echt coole Wochenende. Da kriegt man auch mehr als Wochenende rein. Ne? Also das ist eine richtig schöne Tasche. Wem das hier zu klein ist, dem sei das große Feedback empfohlen. Haben wir auch bei uns in diversen Farben. Also hier kann man auch nochmal alles genau sehen, was wo ist. Also das, meine beiden Reisetaschen-Tipps. Und jetzt schiebe ich mir mal hier diesen ganzen Stapel, ich hoffe, das funktioniert und es jetzt umfällt, vor meine Nase. Denn, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich trage schon die ganze Zeit hier dieses wunderschöne Soul Rebel T-Shirt. Das ist nämlich auch aus der neuen Ben Sherman Kollektion. Denn neben sehr vielen bekannten Sachen haben wir auch ein paar neue Motive dabei. Gerade im Bereich der T-Shirts, aber auch neue Polos. Da dann gleich, ich fange mal mit den T-Shirts an. Wir haben das Radio Deal Dial T-Shirt, Deal Dial, was auch immer, kann ich gerade. Ich brauche echt nicht, ich habe heute meine Brille nicht auf. Ich bin halb blind, das muss ich dazu sagen. Kostet 34,90 €. Ist natürlich auch wieder eine Abwandlung des klassischen Targets. Das Ganze mit diesem Radiomotiv. Auch da hier klein übrigens steht drauf Young Soul Rebel. Also dieses Soul Rebel Thema ist hier mit aufgenommen. Das ist das. Dann Target-T-Shirts haben wir jetzt wieder in 4-5 Farben, glaube ich. Ne? Mittlerweile als Organic Cotton bei Ben Sherman, habe ich auch schon erzählt. Das ist das Gelbe, oder eher so Ocker, würde ich mal sagen, ist die Variante. Und hier habe ich jetzt noch das Pendant zu dem T-Shirt, was ich anhabe, Soul Rebel. Da mag man jetzt vielleicht meinen, das ist ja voll ausgewaschen schon. Nee, das ist nämlich der Trick an der Sache. Und zwar zeige ich euch das mal kurz. Das T-Shirt ist von innen bedruckt. Also, hier ist der Druck drauf. Der ist von innen. Das heißt, das ist eigentlich so, als wenn ihr das T-Shirt quasi verkehrt rumtragt. Dadurch entsteht dieser besondere Effekt, dass das so verblasst aussieht, aber es ist halt wirklich ein solider Druck, der auch beim Waschen natürlich hält und dadurch natürlich auch nicht auswaschen kann. Haben wir diesen Cremeton und dann schwarz, wie ich es trage. Dann habe ich hier für euch das Motiv hier mit den Trains drauf. Das zeige ich euch hier nochmal im Detail. Das sieht man hier, ne? Drei Züge entsprechend mit Graffiti vollgemalt auf dem mittleren. Das heißt auch Soul Rebel, Ben Sherman natürlich. Alles dabei. London to Brighton ist der Spruch darunter. Die beiden wichtigsten Städte in der Geschichte von Ben Sherman. Jetzt habe ich hier ein neues Polo. Das ist das, wie heißt es? Collar Polo von Ben Sherman mit einem Tartan-ähnlichen, nenne ich es jetzt mal, also mit einem gemusterten Kragen. Hinten ist es einfarbig, der Kragen, und vorne hat er dieses schöne Muster. Ansonsten Zweiknopfleiste, hier doppelt gesticktes Ben Sherman Logo. Ich falte das jetzt auf, da ist ein Papier drin. Ansonsten klassisches Polo, seht ihr hier mit dem Kragen. Haben wir in Navy und in Rot, heißt es glaube ich offiziell. Ich finde, es kippt schon ins Weinrot in den beiden Farbvarianten. Dann haben wir hier in dem gleichen Rot das klassische Polo für 59,90 €. Das auch ein Durchläufer, da kommen noch weitere Farben, wie immer. Auch hier dann das Ganze für die Frankfurter unter euch, ne, in Schwarz mit Rot und Weiß. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber es gibt so einen anderen Polohemdfabrikanten, wo der deutsche Vertrieb sich nach wie vor weigert, das Polohemd in den klassischen Farben Schwarz, Weiß, Rot auf den deutschen Markt zu bringen. Also wer diese Farben als Frankfurt-Fan gerne hat, hier die Alternative von Ben Sherman, sei nur mal so in den Raum gestellt. So, jetzt habe ich hier ein Hemd. Wir haben richtig viele Hemden reinbekommen. Die sind aber noch nicht online und auch noch nicht im Store, weil sie tatsächlich heute erst gekommen sind. Oder gestern Abend, glaube ich, spät. Ich habe aber ein Hemd mit, denn das Hemd hat noch eine besondere Rolle. Wenn ihr hier nämlich seht,
Das sind die drei saisonalen Farben der Harrington-Jacke. Wir haben natürlich auch wieder schwarz, navy und beige für euch. Die habe ich jetzt nicht mit in die Sendung genommen. Das hier sind die saisonalen Farben. Und wie immer ist es bei den saisonalen Farben so, dass das Tartanmuster innen variiert. In dem Fall, sagen wir mal hier, haben wir dieses Tartanmuster. Und das Tartanmuster findet sich dann entsprechend auf dem Hemd, was es saisonal auch gibt, wieder. Das Hemd kostet 69,90 Euro, wie, glaube ich, fast alle Benjamin Hemden. Dazu gehe ich nächste Woche dann auch nochmal mehr im Detail ein. Das auf jeden Fall die saisonalen Farben, abgestimmt dann mit dem Innenfutter, haben wir hier in so einem dunklen Grün, dann in einem Weinrot-Bordeaux, würde ich es jetzt mal sagen. Wir hatten letzte Saison ein relativ knalliges Rot, was so ähnlich war wie die Polos. Das hier ist jetzt so schön, schön herbstlich. Und dann auch hier, ist ein bisschen dunkler als das T-Shirt, was ich eben hatte, so ein Orange, so ein warmes Orange, was ich persönlich richtig cool finde. Also ich sage das ja öfter mal, dass ich irgendwas persönlich hier cool finde. Liegt einfach daran, dass ich natürlich viele Sachen, die ich verkaufe, auch natürlich sehr gut finde. Sonst würde ich sie nicht verkaufen. Und dann hier als letztes noch der Winterparker. Ja, es ist tatsächlich soweit, die Winterjacken trudeln langsam an. Das ist der Modern Parker. Der kostet tatsächlich nur, und da bin ich ein bisschen erstaunt, 209 Euro. Ich versuche den mal hier irgendwie, ich meine, der ist viel zu groß für das Bild. Deswegen, der hat innen so ein cooles Teddyfell. Hier so riesige Knöpfe vorne drauf, wo natürlich darunter sich ein Reißverschluss verbirgt. Also der ist echt schön plüschig, merke ich hier gerade. Ne, wir haben vorne hier, ich versuche das mal so zu basteln. Hier zwei aufgesetzte Taschen mit Knöpfe, wo auch ordentlich was reinpasst. Ich habe jetzt keine Lust, den komplett aufzukrempeln, deswegen ich suche einfach mal von innen, ne, ein bisschen Papier. Also hier innen sieht man so eine Wattierung, ne? Also das Futter. Und es gibt natürlich auch eine Innentasche. Also, das der Parker für 209 Euro. Wir haben ihn auch noch im klassischen Mod-Farbe Oliv für euch da. Den habe ich jetzt nicht mit hier. Also da könnt ihr euch schon mal für den Winter eindecken. Dann gehe ich nämlich mal über. Ich habe hier so eine kleine Karte liegen. Hier, da steht schon klein drauf hier unten. Hidden Aces. Hidden Aces. Da mag man jetzt natürlich dran vermuten. Und vor allen Dingen, wenn ich euch die beiden Jacken hier mal rüberlege, die richtig Gewicht haben. Zwei wunderschöne Wachsjacken. Wenn man das Ganze so sieht, würde man jetzt auf Anhieb sagen, wow, was Neues aus Großbritannien. Das ist nicht so richtig weit gefehlt. Allerdings handelt es sich bei Hidden Aces um ein deutsches Label, gegründet von Robin Hildisch. Das ist der Designer und ja, Inhaber des Ganzen. Der und auch Schneider tatsächlich, muss ich auch noch dazu sagen. Das heißt, der hat ziemlich lange in der Modeindustrie für andere große und namhafte Label gearbeitet und hat sich da mehr oder minder kaputt gearbeitet und vor allen Dingen schnell für sich festgestellt, dass das nicht mehr so richtig viel mit kreativer Arbeit zu tun hat, sondern dass es eher darum geht, ja, Dinge zu kopieren, zu machen und so weiter. Und dann hat er irgendwann den Ausstieg geschafft und hat 2017 Hidden Aces gegründet. Und das kennen wahrscheinlich viele unter euch tatsächlich noch nicht, weil es ist ein wirklich kleines Label noch. Kommt aus, jetzt habe ich es vergessen, ich habe echt vergessen, wie es heißt. Hückelhofen, es tut mir leid, Robin, falls du mich siehst. Ich habe tatsächlich den Namen deines Ortes vergessen. Es ist irgendwann wieder rein, eine kleine Stadt, wo das Ganze herkommt. Warum wir diese Marke aufnehmen, damit fange ich gleich mal als erstes an, bevor ich mal auf die Marke eingehe. Es ist natürlich so, auch wir wollen uns weiterentwickeln und wir wollen euch natürlich auch immer coole neue Sachen präsentieren. Das haben wir im letzten Winter schon mit neuen Marken gemacht und es ist natürlich immer einfach zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier irgendwas Namhaftes noch dazu. Da ist man natürlich immer noch einer höheren Konkurrenz ausgesetzt, weil gibt es überall, keine Ahnung, aber in der Regel funktioniert sowas ganz gut. Aber das, was alle haben oder das, was halt schon bekannt ist, kann eigentlich auch jeder verkaufen. Und wir haben uns ja neben den großen Marken auch zum Ziel gesetzt, euch Dinge näher zu bringen, die wir persönlich
wertschätzen und die wir vor allen Dingen mögen und von denen wir wirklich überzeugt sind. Und da haben wir in der Vergangenheit schon immer mal auf Sachen hingewiesen oder haben sie halt auch selber dann ins Programm aufgenommen, was ihr auch eigentlich in der Regel alles, na, es gab auch schon mal ein paar Sachen, die nicht so angekommen sind, aber ansonsten immer gut angenommen habt. Und so ist es natürlich für uns, also wenn ich das jetzt offen spreche, wirtschaftlich ist es immer ein Risiko, sowas zu machen, weil diese Jacken kosten schon echt viel Geld, dazu komme ich gleich nochmal. Aber die Jacken sind einfach saugeil und wir sind davon 100% überzeugt von dem Produkt. Und warum wir das sind, das werde ich euch gleich schon mal gleich kurz anreißen. Da ich sage jetzt schon mal vorweg, ich werde noch eine eigene Sendung machen, weil die gute Post leider eins der Pakete einmal retour geschickt hat und wieder hergeschickt hat, weil hier angeblich kein Klingelschild war. Das Lustige ist aber, dass sie hier zwei der anderen Pakete zustellen konnte. Nichtsdestotrotz fehlen noch drei weitere Jackenstyles. Die sind heute dann endlich mal angekommen. Die werden wir jetzt mal in Ruhe fotografieren, denn diese beiden Jacken sind bereits online. Da könnt ihr auch noch ein bisschen mehr über die Marke schon lesen. Die anderen werden wir noch in Ruhe fotografieren und dann werde ich euch nochmal eine Sondersendung dazu aufnehmen, wo auch ein Model die ganze Sache mal anzieht, damit ihr mal sieht, wie das ausfällt. Und eventuell kommt sogar Robin nochmal vorbei, dann machen wir ein kleines Dresengespräch, damit er noch mehr von sich aus über seine Marke, die Idee, die Innovation und so weiter erzählen kann. Ich will da auch heute nur kurz drauf eingehen. Wie gesagt, ich werde das Ganze nochmal dann ausführlich in dieser Sondersendung halt für euch näher bringen. Aber da sie jetzt schon online sind und hier liegen und wirklich geil sind, sind vor allen Dingen auch viel zu warm, auch wenn es gerade nicht so richtig Sommer ist. Das Ding jetzt anzuziehen macht einfach mal gar keinen Sinn, denn es ist einfach bombendick und warm. Kurz zur Marke noch, habe ich eben gesagt, 2017 gegründet. Hidden Aces ist der Name. Die Familie Hildisch hat allerdings schon eine, ich glaube, über 400 Jahre alte Tradition im Schneiderhandwerk. Tuchmacher waren das früher, so hat man es noch genannt. Dadurch tritt Robin da quasi ein langes, langes Erbe an. Und die ersten Jacken hat er tatsächlich auch alle noch selber genäht. Mittlerweile ist das dann dankenswerterweise schon so angewachsen, dass er auch nähen lässt. Ein Teil der Produktion findet der Jacken immer noch hier in Deutschland statt. Das heißt, es ist eine wirklich dann in Deutschland gefertigte Jacke. Im Fall von dem Parker hier wird er in Polen genäht, weil es einfach zu komplex ist mit den ganzen Varianten und den ganzen Nähten und so weiter, als man, dass man es hier irgendwo noch abdecken kann. Deswegen werden die in Polen genäht. Und was besonders wichtig ist, neben einem tatsächlich auch ökologischen Gedanken, der da überall mit eine Rolle spielt, bei der Materialauswahl, der Verarbeitung und den kurzen Transportwegen, also wo auch was herkommt, sind tatsächlich die Materialien. Ich falte dieses Riesenteil hier mal auf. Also das ist, also die meisten von euch werden jetzt eine Assoziation natürlich zu Barber herstellen, weil eine dunkelolive Wachsjacke natürlich der Markenprimus oder der Marktprimus, so muss ich ja nennen, Barber, alles überschattet. In diesem Fall haben wir auch eine schöne Wachsjacke, aber halt mit richtig viel liebevollen Details. Im Liegen ist das ganze Präsentieren jetzt mal ein bisschen schwer. Was oder wo es Robin halt immer drauf ankommt, ist tatsächlich die Herkunft der einzelnen Komponenten. Wir haben es auf der Homepage bei uns schon mal ein bisschen anhand des Parkers zusammengeschrieben. Also da könnt ihr nachlesen, wo kommen die Knöpfe her, wo kommen die Reißverschlüsse her und so weiter. Das wird alles, ich glaube doch, na nicht alles in Deutschland, aber halt auf jeden Fall in der Schweiz zum Teil auch. Oder auf jeden Fall, ich sag mal so, in Europa gefertigt. Dieses Wachs, was ihr hier seht auf der Jacke, stammt von Harley Stevenson aus Schottland. Das ist hier drin auch angebracht mit einem Label. Das heißt, man kann nachvollziehen, wirklich, wo jede Komponente von dieser Jacke herkommt. Also das Infutter, hier dieses Cord an dem Ganzen. Und bei der hier speziell, was mir persönlich besonders gefällt, ist, dass das Teddyfell hier in der Kapuze, das kann man hier in dem kleinen Nebel, das stammt von Steif. Also wer Steif-Teddys kennt, das hier ist nicht in der Liebschaft eines Teddys, die dem Teddy-Schlachter zum Opfer gefallen ist. Nein, das ist tatsächlich aber das aus dem Hause Steif, das Plüsch. Ich packe das jetzt mal wieder zu hier. Die Jacke kostet 699 Euro
Und ihr kriegt ja aber auch wirklich richtig was fürs Geld. Das Ding ist höllisch schwer. Nein, aber es lässt sich halt wirklich gut tragen. Es hält vor allen Dingen warm und auch dicht im Winter. Das ist hier nichts von der Stange. Und da steckt richtig viel Liebe und Know-how drin. So, jetzt habe ich es zugeknöpft mal wieder. Denn ich will euch noch kurz zwei Sachen zeigen. Ist, wie gesagt, am Model, vielleicht schon nächste Woche, kann das Ganze besser machen. Man hat hier an der Seite nochmal so Knopfleisten. Das heißt, wenn man sich setzt oder nicht steht quasi, damit es mal ein bisschen mehr Freiheit genießen kann. Man hat hier am Ärmel nochmal eine doppelte Knopfleiste, um den ein bisschen enger zu stellen, falls er zu weit ist. Und jetzt das Entscheidende, und das zeichnet alle hinten ACES-Jacken aus, es gibt immer eine Doppeltasche. Das heißt, ich habe hier den normalen, was ist das hier, über den Kopf, ne? Den normalen Eingriff für meine Hände und habe aber aufgesetzt hier noch eine zweite Tasche. Das heißt, wenn ich hier vorne jetzt meinen Schlüssel oder irgendwas reinstecke, habe ich den hier safe in der Tasche und ich kann trotzdem, wenn es kalt ist, meine Hände dahinter stecken und habe da nicht immer gesanzt dieses Klimbimbel an den Fingern, sondern habe das ein bisschen separiert. Deswegen hier so ein doppelter Eingriff auf beiden Seiten und dann hier auf Brusthöhe hat man nochmal zwei Taschen. Das kennen viele von euch eher so, dass man halt so quasi seine Tasche rein hat. In dem hier Fall ist es aber anders durchdacht. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt hier mein Portemonnaie drin habe, dann ist es manchmal tatsächlich so ein bisschen sehr kompliziert, das so rauszuziehen. In dem Fall greife ich einfach auf die gegenüberliegende Seite und kann es dann bequem aus der Tasche hier mit einem Knopf gesichert, von innen auch hier mit Cord das Ganze da rausnehmen. Hier in der Mitte ist noch ein Zug, um das schmal zu ziehen und so weiter. Hier unten ist auch noch ein Zug drin. Das erkläre ich aber alles ausführlich in der Sondersendung zu Hidden Aces. Das aber auf jeden Fall unsere neue Marke im Programm. Ich persönlich bin ein Riesenfan von diesem Farbweg hier. In so einem Helltann. Und der hat dann auch drin hier, also deswegen ist es nicht alles, was ich habe, oder sagen wir es anders, es ist nichts von der Stange, denn das ist zwar die gleiche Jacke hier, aber es ist natürlich, und das mache ich jetzt mal auf, was jetzt hier gerade geht, also eine Jacke im Liegen zu öffnen, ist natürlich auch bescheuert. Die hat innen jetzt kein Tartanfell, sondern hat ein durchgehendes Teddyfell, wie man hier sieht, und das Außenmaterial, eben waren wir über Harley Stevens, ist in dem Fall von British Miller Rain, das hat jeder von euch hoffentlich schon mal gehört. Wir hatten tatsächlich bei uns auch schon mal mit Nixon eine Kollaboration mit British Miller Rain, das war auch so, oder eigentlich wahrscheinlich sogar der gleiche Farbton, da hatten wir das Ganze mal auf Rucksäcken und Taschen. Und auch mit Gola gibt es immer im Winter auf dem Harrier-Modell, ich glaube es ist der Harrier, gibt es auf jeden Fall auch immer mit British Miller Rain eine Kollaboration, sodass auch dieses gewachste Material auf den Schuhen ist. Also, das ist die gleiche Jacke, aber in den Details oder in den Materialgeschichten ist es dann nochmal ein Unterschied. Und das Ganze ist aber alles sehr transparent dargestellt. Wir haben dazu schon ein bisschen was auf unserer Seite geschrieben, aber ich würde mal sagen, im Gespräch mit Robin dann, wenn er dann vorbeikommt, ansonsten erkläre ich auch gerne alleine nochmal ganz viel, präsentiere ich euch das Ganze nochmal ausführlich am Model. Das Ganze, was ich noch schön finde, und das werde ich hier mal kurz vorlesen, das ist so ein kleiner Flyer, der dabei lag. Ne? Hier steht, die Qualität der zuverlässigsten Manufakturen Deutschland, die selbst entwickelten, passgenauen Schnitte, sowie die Liebe zu funktionalen Details machen Hidden Aces zum Ass im Ärmel beim Spiel des Lebens. Hui, das ist tatsächlich mal eine Aussage, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe Robin jetzt ja schon zweimal persönlich auch getroffen. Der Mann weiß, was er tut, der ist überzeugt von seinem Produkt und das vollkommen zu Recht, denn da stimmt eigentlich alles. Und das Gute ist, es entwickelt sich alles halt weiter. Also es ist halt jemand dabei, der mit Herz zu dieser Marke steht und diese Marke auch mit Herz entwickelt und nicht in erster Linie von Profit getrieben ist. Und das macht einen großen Unterschied zu vielen anderen Marken, die heute in diesem schnelllebigen Modebusiness sich rumtreiben. Damit schließe ich für heute. Es war ein bisschen länger. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Dinge mit auf den Weg geben und vor allem auch ein paar interessante Dinge darauf hinweisen,
Was ich gestern speziell interessant fand, als ich gestern im Store war, habe ich einen, ich würde mal sagen, Kunden der ersten Stunde wahrscheinlich, durch Zufall in einem Laden getroffen. Und der dann mich begrüßte mit, wir haben uns ja lange nicht gesehen, obwohl ich sehe dich ja schon regelmäßig. Damit hat er sich natürlich zum regelmäßigen Zuschauer der Wochenshow geoutet. Das hat mich sehr gefreut. Auch, dass er das da anmerkte, dass er das mit der Inhaltsangabe sehr gut findet, dass man da immer vorscrollen kann. Aber auch so ein Feedback auf jeden Fall freut mich sehr. Deswegen nochmal der Aufruf an euch tatsächlich. Wenn ihr Feedback zur Sendung habt, und also scheut euch nicht, und wenn ihr einfach nur sagt, ist eine geile Sendung, das motiviert nicht nur mich, sondern auch alle, die hier sonst mitwirken. Auch natürlich, wenn ihr was scheiße findet, das nehmen wir auch immer gerne zur Kenntnis und arbeiten ja an uns. Also wir freuen uns immer über Feedback, nicht nur bei der Wochenshow, sondern allgemein. Das ist jetzt einfach mal so ein Aufruf. Es motiviert und macht das Ganze transparenter und vor allen Dingen, wir können an uns arbeiten und das Ganze für euch verbessern. Und jetzt schließe ich noch nicht ganz, denn jetzt habe ich noch etwas, das ganz Wichtigste habe ich an das Ende geschoben. Und zwar suchen wir Verstärkung. Wer sich zu den Hörern des Dies, Das Casuals Podcast zählt, der wird in der ausführlichen Folge, die ich da hatte, vielleicht schon was darüber gehört haben, wie ich so ein bisschen über unser Personal, unsere Personalpolitik und auch über Initiativbewerbung gesprochen habe. Das hat auch bislang ganz gut funktioniert. Aktuell ist es aber so, dass wir für unser Lager in Buxtehude Verstärkung suchen, und da es mit unserem öffentlichen Model-Suchaufruf so super geklappt hat, haben wir uns jetzt einfach gedacht, machen wir das genauso. Wir machen hier jetzt keine große offizielle Stellenausschreibung, sondern wer Bock hat, bei uns zu arbeiten, aus Buxtehude oder einer so Umgebung kommt, dass er Bock hat, hier jeden Tag herzudüsen, der kann sich gerne mal bei uns melden, am besten mit einer E-Mail, wo so ein paar Daten und Fakten, das muss keine hochformelle Bewerbung sein, aber so ein bisschen, dass wir uns schon mal ein Bild von euch machen können. Am idealsten ist es natürlich euch schon, wenn wir euch vielleicht aus dem Kundenkreis eh schon kennen. Wir suchen da aktuell erstmal alles, also von Vollzeit über Teilzeit bis zu auf 450 € Basis ist aktuell alles möglich. Wir brauchen auf jeden Fall für sofort dringend Verstärkung, und wir machen das Ganze auch nochmal hier in der Story und schreiben ein bisschen was dazu. Ich will das aber gar nicht so groß offiziell irgendwie mit so einem Blabla-Business-Text versehen. Deswegen gebe ich jetzt auch gar keine Stellenausschreibung raus, wo ich sage, ihr müsst das können und das mitbringen und das mitbringen. Wir haben hier so viele und variable Möglichkeiten, wie wir euch beschäftigt bekommen. Das können wir so tatsächlich so ein bisschen an eure Fähigkeiten und Vorkenntnisse anpassen. Deswegen sind wir erstmal für alles offen und freuen uns über Bewerbungen. Also meldet euch bei uns. Wer Bock hat, hier im wunderschönen Buxtehude seine Zeit zukünftig in einem tollen Lager zu verbringen, der ist herzlich willkommen. Damit schließe ich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Kauft ordentlich Schuhe. Der Winter kommt bald. Deswegen, obwohl, nee, erstmal ist noch mal den Sommer. Wir lassen mal noch, genießt die Sonne, weil gerade scheint sie hier draußen. Genießt die Sonne, kauft euch ein paar ordentliche Schuhe, ein paar Badelatschen, falls ihr noch irgendwo in Urlaub fahrt. Gehen immer. Bis dahin. Wir sehen uns. Cheers.